Quoi, no funziona. Inzwischen hat er mit dem Utschner Nabil Hilani und Mohamed Kishan an der Längsflöte Nai ein Trio gegründet. Vielleicht werden sie es schaffen, ihre Musik hier weiterzuentwickeln oder eine neue syrische Musik zu kreieren. So wie der Klarinettist Kinan Asmi, ebenfalls aus der Damaszener Musikszene, aber schon seit Jahren international unterwegs, ob in New York, Paris oder Berlin. In a Hurry, in Eile heißt sein temperamentvolles Stück mit Dima Orsho Gesang, Issam Rafia Ut, dem libanesischen Perkussionisten Ronny Barak und Kinan Asmi Klarinette. Ich sage mal nicht. Und beim Volksmeer geben nur rund 55.000 Stimmen den Ausschlag für ein Nein. 50,8 gegen 49,2% heißt das Schlussresultat. Und das ist vor dem Hintergrund der Schlappe der Familieninitiative im letzten Jahr ein Erfolg für die CVP. Genau, letztes Jahr scheiterte die CVP deutlich mit ihrer Initiative für steuerfreie Kinderzulagen. Da holte sie nicht einmal 25% der Stimmen. Damals gelang es eben den Gegnern besser, ihre Argumente zu platzieren, eben zu sagen, die Initiative koste vor allem viel. Umgekehrt fand diesmal das Kernargument der CVP viel besser Gehör, nämlich die Frage der Ungleichbehandlung. In den Fokus rückten jetzt jene 80.000 Doppelverdiener-Ehepaare, die nur deshalb mehr Steuern zahlen, weil sie verheiratet sind, und das hat das Bundesgericht vor über 30 Jahren als unzulässig bezeichnet. Dieses Argument wog bei der Stimmbevölkerung heute offenbar vergleichsweise stark. Sie haben es angesprochen, es gibt einen Bundesgerichtsentscheid gegen die Heiratsstrafe bei den Steuern. Wie geht es denn in diesem Bereich jetzt weiter? Ja genau, trotzdem Nein zur Initiative, der Bundesgerichtsentscheid gilt natürlich trotzdem. Der allgemeine Wille, auch das irgendwie wegzukriegen, diese Heiratsstrafe, der ist auch da. Und die Heiratsstrafe soll weg, das ist jedenfalls auch das erklärte Ziel der Landesregierung. Finanzminister Ueli Maurer hat denn auch bereits angekündigt, er werde einen Vorschlag bringen, noch dieses Jahr, wie die Heiratsstrafe abzuschaffen ist. Darüber, über diesen Vorschlag, berät dann das Parlament, und dann wird es knifflig, weil die Heiratsstrafe oder die Abschaffung derselben, die ist eine alte Bekannte fürs Parlament. Die Vorschläge des Bundesrates bislang scheiterten einfach reihenweise. Nun gibt es also eine neue Chance, eine, bei der das ganze Spektrum von Lösungen möglich ist. Auch die Individualbesteuerung ist jetzt nach dem Nein möglich. Und wenn es nach den Aussagen des Finanzministers vor dieser Abstimmung geht, dann könnte eine neue Vorlage 2020, also in 4 Jahren, in Kraft treten. Der Blick voraus. Besten Dank, Gaudenz Wacker aus unserer Bundeshausredaktion.
Es fehlen noch die Reaktionen aus dem Bundeshaus vom Bundesrat. Der spricht, wie gesagt, um 18.45 Uhr. Wir liefern die Reaktionen von Justizministerin Sommer-Rugger und Verkehrsministerin Leutert in der zweiten Sendung nach um 19 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur und SRF 4 News. Für den Moment war es das von Ende der Zeit an diesem Abstimmungssonntag. Sie finden alle Resultate, alle Einschätzungen und mehr auch auf srf.ch/news. Verantwortlich für diese Sendung Tobias Gasser von der Online-Redaktion Lukas Schmutz und Peter Lauber. Für die Nachrichten Andreas Freudig. Am Mikrofon Roman Gehringer. SRF 1. An dem sehr bewegten Abstimmungssonntag. Nach all diesen Fakten, Zahlen und Einschätzungen haben wir Ihnen viel feine Musik bis am 7. Das heisst bis zur nächsten Nachrichten und unserer Kindersendung Zambo. Am Mikrofon Mike Lamar. Nach all dieser Spannung einen entspannten Abend allerseits. SRF Verkehrsinfo von Via Swiss mit SBB und TCS. Die Übersicht von 18.38 Uhr stockend. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern ab Zürich Nord, auf der A1 Richtung St. Gallen ab dem Wimmertaler Kreuz bis Affoltern sowie folglich auf dem Westring auf Urdorf Süd bis zum Kupferstunnel und auf der Sihl-Hochstraße stadteinwärts Stau vor dem Autobahnende in Wiedekom. Und noch zum Autoverlad Vereiner, dort beträgt die Wartezeit in Saal 1 im Engadin mindestens 30 Minuten. SRF Verkehrsinfo. Les résultats sont excellents. Ensuite, le Parlement a la possibilité d'invalider certains dits. Utilement plus raisonnable. Kantonalen Abstimmungen im Kanton Bern, die sitzt nämlich mittlerweile auch klar, Christian Stübin. Ja, der Kredit für den Neubau für die Rechtsmedizin und die klinische Forschung von der Uni Bern ist angenommen, sehr deutlich mit 72%. Dann hat die zweite Vorlage, da ist es um die recht komplizierte Sache gegangen, um die Verbilligung der Krankenkassenprämie. Da ist der Hauptvorlage vom Grossen Rat, der eigentlich die Prozentsätze zum Gesetz auskippen, ist gescheitert mit der Nein-Mehrheit von gut 54% und auch der Eventualantrag vom Grossen Rat ist bachab mit 63,5%. Das bedeutet, es bleibt alles beim Alten. Also, ihr habt es vorhin gehört, der Christoph Ammann, nur der Christoph Ammann hat das absolute Mehr gemacht in den Ersatzwahlen um Einzug in den bernischen Regierungsrat. Ja, und anderen geht es jetzt um einen zweiten Wahlgang. Dort geht es um einen Jurasitz, wie es so gekommen ist, wie es ist gekommen und wie es jetzt weitergeht. Für diese Frage gebe ich jetzt im Berner Rathaus zum Christian Liechti. Wir können gerade über den Jurasitz reden, weil die Kandidaten aus dem deutschen Kantonsteil, die dürfen nicht mehr antreten an dem 3. April. Maximilian Schubiger, der Jurasitz, der ist garantiert, also das heisst, jetzt ist Endstation. Es ist für die Deutschschweizer Berner Kandidaten Endstation, das ist so. Wer hat jetzt in dem zweiten Wahlgang, wenn wir auf die Rangliste schauen, am besten Chancen? Wenn ich schaue, der Pierre-Alain Schneck von SVP mit 154.000 Stimmen oder Roberto Bernasconi von SP mit 152.000 Stimmen, ist doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist ein ganz enges Kopf-an-Kopf-Rennen, auch wenn man die Jura-Formeln berücksichtigen, wenn man die Rechnung vornimmt. Dort sind es auch 2.000 Einheiten Differenz. Man kann ja dort nicht von Punkten oder so reden. Es sind dort auch 2.000. Das heisst, es ist wirklich sehr eng und es wird ein ganz enger zweiter Wahlkampf am 3. April. Wer hätte dort so ein bisschen den besseren Vorteil? Im Moment sieht es schon noch aus, als dass der Pierre-Alain Schneck besser wird in das Rennen gehen. Er ist ja jetzt auch besser klassiert. Er ist auch im Berner Jura besser gewählt worden als der Roberto Bernasconi. Aber die bürgerliche Wende hat jetzt ja noch nicht stattgefunden. Ich denke, mit die Links wittert hier schon auch ein bisschen Morgenluft und man könnte sich doch überlegen, auch der dritte SP jetzt probiert zu verteidigen. Auf der anderen Seite natürlich der bürgerliche Kanton Bern, wo quasi jetzt erst recht nochmal vielleicht SVP portieren wird und das doch wiederum der Herr Schneck
bisschen früher gedruckt. Maximilian Schubiger, ihr habt gesehen, die bürgerliche Wende ist verschoben. Der Christoph Ammann von SP ist gewählt, der 47-jährige Rektor vom Gymnasium Interlaken von Meiringen, wo seit 2006 im Kantonsparlament ist. Die Christine Wittmer hat mit ihm gerade nach Bekanntwerden von seiner Wahl geredet. Ich habe gesehen, mit seiner Partei, ganz klar. Was mich besonders stolz macht, was mir eine grosse Freude gibt, ist, dass ich als Berner Oberländer in der Stadt gewählt wurde. Das zeigt mir, dass man meine Kandidatur hat, sehr ernst genommen, dass man mir offenbar auch zutraut, in der Stadt die Brückenbauerfunktion wahrzunehmen, wo ich gegen gesagt habe, die wollte ich einnehmen, ich wollte können vermitteln zwischen den ländlichen Gebieten von diesem Kanton und zwischen den Städten als Wirtschaftsmotoren von diesem Kanton Bern. Aber man kann sagen, Christoph Ammann von der SP im Berner Oberland, wo die Stimmen sind gekommen, wo das ist aus dem Verwaltungskreis, hat es noch nicht wahnsinnig gut ausgesehen. Denn wirklich gerade glaubt, dass es das länger kann. Ich bin jemand, der bis zum Schluss glaubt und auf jeden Fall sich einsetzt, dass es länger könnte. Was mich besonders stolz macht und ich besonders Freude habe, ist über das Resultat in meinem eigenen Wahlkreis im östlichen Oberland. Dort habe ich das beste Resultat gemacht und das zeigt mir, dass die Leute, die mich kennen, mir ein solches Amt zutrauen. Und jetzt, wie ist so das Gefühl, also ich sehe, euch hängt zittern ein bisschen. Seid ihr euch schon bewusst, was jetzt da für eine schwere Bürde auf euren Schultern lastet? Das ist mir ansatzweise bewusst. Ich glaube, erlebe tue ich das erst, wenn ich nachher die Verantwortung habe, wenn ich arbeite. Aber ich bin jemand, der mit der nötigen Umsicht, mit der nötigen Vorbereitungszeit ernsthafte Sachen anpackt. Und von dem her habe ich noch ein paar Wochen Zeit, mich einzuleben, einzuschaffen und ich werde parat sein am ersten Arbeitstag. Und jetzt geht Christoph Ammann, wie geht's euch? Im Moment bin ich einfach erleichtert, auch ein bisschen müde von dieser langen Wahlkampfzeit und freue mich auf ein kaltes Getränk, das eine gelbe Farbe hat. Ja, dann Prost für Christoph Ammann, der neu gewählte Regierungsrat von der SP. Er hat es angetönt, es war der ganze Tag eigentlich für ihn eine Aufholjagd gewesen, weil gerade in den ländlichen Gebieten im Kanton Bern ist er hinterher abgekommen, Maximilian Schubiger. Ja, er ist sehr, sehr lange hinter drin gewesen und es ist wirklich sehr eine grosse Aufholjagd gewesen, wenn wir jetzt nochmal vergleichen, das Resultat vor dem letzten auszählten Wahlkreis Bern-Mittelland, da hat er 92'000 Stimmen gehabt und noch ein bisschen mehr und allein in dem Verwaltungskreis Bern-Mittelland hat er nochmal rund 90'000 Stimmen gemacht, also er hat in dem einen Verwaltungskreis nochmal so viele Stimmen geholt, wie er gemacht hat und das hat dann gelangt, um sämtliche andere Kandidaten zu überflügeln. Wenn wir ein bisschen zurückschauen, das ist ja nicht das erste Mal, wo der Verwaltungskreis Bern-Mittelland das Züngli an der Waage spielt und alles nochmal kehrt in diesem Kanton Bern. Ja genau, Sie sprechen die Ständeratswahl an, selbstverständlich, wo der Hans Stöckli noch weit vorher gekommen ist und der Albert Rösti verdrängt hat. Das ist so ein Phänomen, das wir sehen und wir wissen, Politologen wissen, dass die Städte eher links wählen und das hat jetzt auch wieder gespielt und das führt zu diesem Resultat. Wir haben also mit dem Christoph Ammann einen neuen Regierungsrat, wo es Sieger gibt, der gibt es auch Verlierer und einer von denen ist der Lars Guggisberg von der SVP, der 38-Jährige aus Kirchlingdach bei Bern, der darf im zweiten Wahlgang nicht mehr antreten und der Lars Guggisberg hat der Christine Wittmer gerade nach dieser Absage, nach dem Ende, wo ist klar gewesen, dass für ihn jetzt die Endstation ist, das gesehen. Lars Guggisberg, wie enttäuscht seid ihr jetzt, ich meine, so knapp vor Schluss und nachher kehrt es plötzlich. Ja, ich bin sicher enttäuscht, ich habe es ein bisschen angenommen, dass es kehren in der Stadt Bern, aber wenn man an Wahlen teilnimmt, dann will man gewinnen, das ist klar. Und ich bin aber Demokrat, ich das akzeptiere, gratuliere Christoph Ammann zur Wahl und wünsche ihm viel Glück im Amt. So kurz jetzt nach der Bekanntgabe vom Resultat, könnt ihr schon ein bisschen analysieren.